Die sind ja ziemlich cool, die Kunari. Also die gefallen mir. Dann wollen wir das Gebiet mal verlassen. Was haben wir denn jetzt überhaupt noch an Quests hier? Das muss ich mir mal im Journal anschauen. Expeditionen in die tiefen Wege und Gerücht Wölfe hüten. Und das wäre es dann gewesen. Was war denn das Gerücht Wölfe hüten? Laut Warwicks Kontakten zählt eine Schwester der Kirche in der Unterstadt bare Münze. Zahlt bare Münze. Für Hilfe bei einem nicht näher bezeichneten Problem. Einzelheiten gibt es nur wenige, aber es könnte etwas mit den Kunari zu tun haben. Er schlägt vor, in der Unterstadt mit ihr Kontakt aufzunehmen. Eine Schwester der Kirche zahlt bare Münze. Ja, dann sollen wir mal zur Unterstadt. Sind wir doch schon. Dann wollen wir das mal aktivieren. Können wir das aktivieren? Die Quest aktivieren? Ah ne, wir sind ja noch an den Docks. Ja, die sehen sich so ähnlich. Verlassen wir das Gebiet, begeben uns zur Unterstadt, dann machen wir noch dieses Gerücht natürlich. Gehen wir dem mal nach. Warte, nochmal die Unterstadt, da ist sie doch. So, die tagsüber wahrscheinlich? Ne, bei Nacht, aha. Gerücht Wölfe hüten. Wölfe hüten. Müssen wir bestimmt mit Wölfen uns anlegen oder sowas. Ist der Fenris auch wieder? Am Start. Oh, wir sollten mal einmal hier... Ist nicht so ein Gruppending, wo wir die Gruppe wechseln können gerade? Nein. Weil bevor wir hier irgendwie ein Abenteuer uns stürzen, sollten wir auf jeden Fall noch ein viertes Gruppenmitglied mitnehmen. Das könnte das ziemlich fies enden. Denn auch hier in der Dunkelstadt wird man ja gerne mal überfallen. In der Unterstadt bei Nacht. Das ist ein trostloses, so gefährliches Pflaster. Gibt es da bestimmt irgendwo einen Teil, wo ich meine Gruppe umstellen kann? Müssen wir nachher mal losziehen. Vielleicht in die Gamlins Haus, wenn wir zu Hause sind, da geht das auf jeden Fall. Ich grüße euch, meine Dame. Es heißt, ihr braucht Hilfe und würdet gut bezahlen. Ich suche jemanden, der mit den dunklen Orten unterhalb der Unterstadt vertraut ist. Wenn ihr das seid, dann ja, ich werde euch bezahlen. Das tut es, ja. Lasst uns einfach kurz in diese Gasse gehen, damit meine Freunde und ich einen Blick auf das Geld werfen können. Mhm. Sie hat eine schlechte Entscheidung getroffen. Es ist zumindest ein weiterer Kampf. Sie ist wohl wirklich wahnsinnig. Wir sollten uns das mal ansehen. Das kommt uns doch äußerst gelegen. Narren zu retten bringt immer ein wenig Geld. Durchaus. So, jetzt müssen wir die aber hier alleine killen. Das wird natürlich nicht ein bisschen problematisch, wo die Avelyn fehlt. Ja, die haben ja Nullschnitte. Trotzdem hier. Komm, Straßenschläger, einmal so. Eine zwielichtige Person. Hi, ich umarme dich. Zwielichtige Person. So, tot. Das war easy. Ich danke euch für euer rechtzeitiges Eingreifen. Ich bin hier ein wenig fehl am Platze. Ihr habt Glück, dass ihr nicht tot seid. Ich bin hier, um nach einer ganz bestimmten Person zu suchen. Jemanden mit Fähigkeiten im Blutgewerbe, der aber dennoch rechtschaffen ist. Jemanden, der einem anderen vielleicht zur Hilfe eilen würde. Ich habe eine Fracht, die aus der Stadt gebracht werden muss. Wenn ihr dazu bereit und in der Lage seid, treffen wir uns in meinem nahegelegenen Unterschlupf. Für wen haltet ihr euch? Kennen wir uns? Das ist unter meiner Würde. Ich bin kein Karawanenführer, Frau. Das würde ich auch niemals annehmen. Aber ihr benötigt doch bestimmt Geld. Ihr seid immerhin in der Unterstadt. Warner? Wie ich sehe, seid ihr also doch nicht ganz hilflos. Ich hoffe, ihr werdet kommen. Diese Angelegenheit wird von Minute zu Minute dringlicher. Wenn ihr uns dafür genug Gold zahlt, wer weiß. Gucken wir erstmal, was die hier dabei hatten. Die Straßenschläger. Eine Flasche mit starkem Schwarzgebrannten. Muss man immer tierisch aufpassen, ne? Wenn man Alkohol brennt, immer die erste Kelle wegschippen, weil sonst kann man blind werden. Weil sich da was entwickelt. Ich glaube, Ethanol oder so heißt das. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber wer will schon blind werden? So, hier im gehängten Mann können wir bestimmt die Truppe ergänzen. Vielleicht können wir sogar mit Isabella oder Warwick einen kleinen Plausch halten. Das hier langweilt mich. Wir sollten lieber irgendwas Lustiges machen. Ja, da hätte ich ein paar Ideen, Isabella.
Wenn ihr in die tiefen Wege wollt, habt ihr ja das nötige Geld dazu. Ja, das haben wir mittlerweile. Wir sollten weitergehen. So, jetzt starten wir erstmal unsere Truppe aus nochmal. Nehmen wir die Isabella nochmal mit. Ich überlege, ob wir den Fenris mal hier lassen. Nee, komm, jetzt lassen wir nochmal die Evelyn hier. Nehmen wir nochmal den Anders mit. Oder nehmen wir mal die Meryl mit. Ob das mal gut geht. Aber vielleicht Quest Wölfe hüten wird es vielleicht reichen. So, Unterstadt nachts. Dann gehen wir jetzt da nochmal hin. Dann machen wir das eben jetzt noch. Können wir noch ein bisschen Kohle verdienen. Ach, die Meryl kann ja auch Stufen aufsteigen. Ich mache einen Autostufenaufstieg so. Obwohl, das hätte ich vielleicht mal nicht machen sollen. Vielleicht hätte ich die mal per Hand skillen sollen. Dann hätten wir die auf Heilung ein bisschen skillen können. Das wäre eigentlich ganz clever gewesen. Naja. So, gehen wir hier mal in den Unterschlupf. Runter damit oder es kostet euch eure Hand. Schön, dass ihr hier seid. Diese Angelegenheit ist delikat und ich brauche ein eher unbekanntes Gesicht, sodass keine Verbindung zu mir hergestellt werden kann. Es geht um eine Eskorte, aber ihr werdet mir vermutlich zustimmen, dass die Art der Begleitung diesen Auftrag zu etwas Besonderem macht. Nennt mir euren Namen oder ich gehe. Kommt zur Sache. Es ist ungesetzlich. Ich werde überhaupt nichts tun, solange ich nicht weiß, für wen ich arbeite. Mein Name ist Schwester Patrice. Ich habe mir aus Mildtätigkeit eine gewisse Bürde aufgeladen. Dies hier ist meine Fracht. Shivadal. Nicht einmal ein Templer würde einen Magier derartig fesseln. Er ist ein Überlebender der internen Kämpfe mit ihren Ausgestoßenen, den Tervishoff. Ich nenne ihn Ketogen, eine Brücke zwischen den Welten. Der Vicomte und andere sind der Meinung, der Frieden sollte mit Aussöhnung beginnen. Dieser Magier würde also vermutlich wieder seinem grausamen Volk übergeben werden. Er kann jedoch einem besseren Zweck dienen. Ich will, dass er frei ist. Er muss deshalb aus der Stadt gebracht werden, ohne dass sein Volk etwas davon erfährt oder er mit mir gesehen wird. Das wird Probleme geben. Ich bringe ihn raus. Thema vertiefen. Ich könnte mit dem Arishok reden. Thema vertiefen. Warum beschützt ihr ihn im Geheimen? Warum nutzt ihr nicht die Ressourcen der Kirche, wenn euch so viel daran liegt? Mein Orden wird schon bald erkennen, dass die Anwesenheit der Kunari mehr ist als eine Prüfung des Glaubens. Sie ist eine offene Herausforderung. Im Moment muss ich jedoch noch auf eigene Faust handeln. Diese Magier zu helfen, wird beweisen, dass die Ketzerei der Kunari nicht einfach ignoriert werden kann. Seine Flucht ist von größter Bedeutung. Wo kann er denn hin? Hilft ihm seine Freiheit denn wirklich weiter? Es könnte schwierig sein, mit diesem Halsband ein neues Leben anzufangen. Und doch ist es mehr, als er im Moment hat. Mein Einfluss ist begrenzt. Er muss selbst mit seinen Schwierigkeiten fertig werden. Es wirkt einfach so, als würde man einen Vogel in seinem Käfig freilassen. Wir tun, was wir können, um zu helfen. Selbst wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Das muss genügen. Ihr habt nicht nach meinem Namen gefragt. Ist er ungefährlich? Kann er kämpfen? Wird er mir helfen? Wenn ich ihm überhaupt vertraue. Ich weiß nicht, über welche Fähigkeiten er verfügt oder ob er mit diesem Halsband überhaupt etwas bewirken kann. Aber ich glaube, er weiß, dass wir sein einziger Ausweg sind. Ihr glaubt es? Er ist jeder Anweisung gefolgt und hat auch auf Schmähung nicht aggressiv reagiert. Ich an seiner Stelle hätte fliehen können. Kunari oder nicht, ich kann nur annehmen, dass er in die Freiheit gebracht werden will. Ihr habt nicht nach meinem Namen gefragt. Woher habt ihr ihn? Man stolpert nicht einfach über etwas wie das hier. Trotz all ihrer blasphemischen Gewissheit gibt es auch unter den Kunari Deserteure. Doch all jene, die nach Freiheit streben, werden von ihnen gnadenlos gejagt. Tell the Shoth. Sie scheinen diese Rolle zu akzeptieren. Selbst ihre Rebellen fügen sich ein. Sir Vanel hat eines ihrer blutigen Aufeinandertreffen beobachtet. Dieser arme Magier war der einzige Überlebende. Ich könnte mit dem Arishok reden. Ich hatte bereits mit dem Anführer der Kunari zu tun. Er wird von dem hier wissen wollen. Ihr hattet mit ihrem Anführer zu tun? Wenn ihr bereits Umgang mit den Kunari hattet, dann wisst ihr ja, wie sie jene behandeln, die aus ihrer heidnischen Ordnung ausbrechen. Der Arishok würde diese arme Kreatur zum Tode verurteilen. Aber es ist hilfreich, dass sie euch kennen.
Wenn sie euch, einen Verbündeten, angreifen, würde das ihre Barbarei noch weiter unterstreichen. Ihr seid noch immer der Richtige für diese Aufgabe. Ich bringe ihn raus, scheiß drauf. Das wird dich aber was kosten. Ich kann ihn aus Kirkwall rausbringen. Er ist allerdings ein wenig auffällig, um die Straßen zu benutzen. Warum sollten Sie ihm so etwas antun? Dieser Magier wird ein perfektes Beispiel für die Grausamkeit der Kunari sein. Selbst gegenüber ihrem eigenen Volk. Jedoch nur, wenn dieser Plan Erfolg hat. Dieser Durchgang führt in die Gewölbe der Tiefstadt. Es ist dort gefährlich. Aber genau deshalb wurdet ihr angeheuert. Viel Glück. Na toll, jetzt dürfen wir uns noch durch die Gewölbe der Tiefstadt hier schlingeln. Ich guck gerade mal, ob hier nicht vielleicht was rundherum liegt im Unterschlupf der Schwester Petrice. Können wir mit dem noch reden? Getauschen, richtig? Müsst ihr aus der Stadt herausgebracht werden? Sehr aufschlussreich, ja. Ich weiß nicht genau, ob er euch verstanden hat. Ich habe ihn jedenfalls nicht verstanden. Es war schwierig, Informationen zu bekommen. Aber seht ihn euch doch an. Würdet ihr das vielleicht wollen? Ich schätze, das haben wir mit ihnen gemeinsam. Ja. Tut es oder lasst es sein. Aber geht mir aus den Augen, Verräterin. Unverschämter. Päh. So, hier ist auch nichts mehr. Dann wollen wir uns doch mal hier in die tiefen Wege begeben. Das Tiefstadtgewölbe. So tief sind wir also schon gesunken. Mit irgendeinem magischen, gehörnten Ding einen Ausflug durch den schlimmsten Teil Kirkwalls. Einfach großartig. Was haben wir denn hier? Riesenspinnen. Die sollen mal kommen. Ach, super. Wer bleibt genau in diesen Flammen stehen am besten, Leute? Oh. Da kriegt aber gerade die Isabella gut was auf dem Deckel. Diese Riesenspinnen scheinen stärker zu sein als die letzten. So. Ich glaube, das war's. Dieser Kunari sieht echt übel aus. Dem haben die, glaube ich, sogar die Augen ausgesägt. So ein bisschen. Seht ihr das hier? Und der Mund ist zugenäht. Uiuiui. Wir sollten weitergehen. Hier gibt es nichts als kalten, harten Stein. Ich wünschte wirklich, ich hätte Schuhe mit Sohlen angezogen. Das hier langweilt mich. Wir sollten lieber irgendwas Lustiges machen. Ja, da hast du recht. Aber so unlustig ist das doch gar nicht hier. Und bald sind wir auch in den tiefen Wegen, wo unser Abenteuer dann erst richtig losgeht. Scheiße. Da ist auch noch eine Spinne. Eine Giftspinne. Oh. Sollten wir die erstmal einfrieren zur Begrüßung. Hi. Ich gehe jetzt mal auf Blutmagie. Dann gucke ich mal, ob ich hier diese... Ey! Hier, ob ich die Grabhäuser genau das Leben wieder um mich aufsaugen kann. Also viel bringt das ja noch nicht, Grabräuber. Also man ist da nicht so richtig geheilt mit... Oh, 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 oh. Wie viele Fallen hier sind.